Jetzt? Jetzt. So, meine Damen und Herren, darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen zur zweiten Runde? Fortsetzung unserer Konferenz nach diesem sehr persönlichen und sehr anregenden und für mich auch anrührenden Auftakt, dem Gespräch mit den Migrantinnen der ersten Generation. Was nochmal deutlich gemacht hat, was für eine enorme Lebensleistung diese Generation vollbracht hat, sich unter extrem schwierigen Bedingungen hier zu beheimaten und ihren beruflichen und familiären und persönlichen Platz hier in dieser Gesellschaft sich zu erobern. Aber ich glaube, das kann man gar nicht genug würdigen, was das für ein Mut war und auch für eine Lebensenergie und auch wie viel Bitterkeit in dieser Generation steckt. Dafür war das ein ganz großartiges Zeugnis. Jetzt zweite Runde zwischen Partizipation und Segregation, der mühsame Weg zu sozialer und politischer Teilhabe. Und wir beginnen mit einem einführenden Beitrag von Cem Özdemir, dem Bundesvorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen, den ich hier ganz bestimmt nicht mehr vorstellen muss. Cem, bitte sehr. Ja, sehr geehrte Frau Staatsministerin Böhmer, lieber Ralf, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich, dass die Veranstaltung heute stattfindet bei der Böll-Stiftung und will allen danken, die diese Veranstaltung ermöglicht haben. Wenn man zurückblickt auf 50 Jahre Anwerbeabkommen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Frau Böhmer, aber ich glaube, Sie werden wahrscheinlich in diesen Tagen auch viele Jubiläumsveranstaltungen sowohl hier als auch in der Türkei vermutlich haben. Ich bin heute Nachmittag auf dem Weg in die Türkei. Dort auch mehrere 50-Jahres-Feiern. Alle beeilen sich, das zu feiern, wenn man mal das Revue passieren lässt. Vor 50 Jahren, glaube ich, waren die Feiern nicht ganz so ausgeprägt, als die Menschen aus der Türkei und aus anderen Anwerbestaaten in die Bundesrepublik Deutschland gekommen sind. Wenn ich mich hier so umschaue, sehe ich den einen oder anderen, der vermutlich auch die eigene Existenz der Tatsache verdankt, dass vor 50 Jahren dieses Anwerbeabkommen geschlossen wurde. Bei mir selber ist es eindeutig so, es gäbe mich rein physisch nicht, wäre nicht das deutsch-türkische Anwerbeabkommen geschlossen worden, denn meine Eltern sind beide zwar aus der Türkei, aber die hätten sich in der Türkei vermutlich nie getroffen, sondern sie haben sich im schwäbischen Bad Urach getroffen und ein Produkt dieses Prozesses, den wir Migration nennen, spricht heute zu ihnen. Das erklärt vielleicht meine besondere Verbundenheit, nicht nur mit diesem Land, sondern auch mit dem Anwerbeabkommen. 50 Jahre Anwerbeabkommen ist aber keineswegs der Beginn der Geschichte von türkischstämmiger Präsenz oder türkeistämmiger Präsenz in der Bundesrepublik Deutschland. Übrigens, wenn ich türkischstämmige sage, vielleicht eine kurze Erklärung am Anfang, dann meine ich damit aus sprachlichen Gründen und vereinfachend alle Menschen, die damals aus der Türkei gekommen sind. Eigentlich müsste man korrekterweise Türkeistämmige sagen. Warum Türkeistämmige? Weil natürlich, als wir vor 50 Jahren Menschen aus der Türkei angeworben haben, darunter auch mein Vater sich befand, der aus einem tscherkessischen Dorf kam. Darunter auch einige meiner kurdischen Freunde waren, die aus kurdischen Dörfern kamen und viele andere Lasen etc. und religiöse Minderheiten. Also das vergisst man immer. Ich will das einfach nur einmal der Form halber gesagt haben, weil man bei 50 Jahren deutsch-türkisches Anwerbeabkommen ansonsten vielleicht vergessen könnte, dass eben auch die Vielfalt der Türkei, das Mosaik der Türkei mit in die Bundesrepublik Deutschland gekommen ist. Aber wenn man mal zurückblickt, dann ist die Präsenz von Türken in Deutschland deutlich älter. Ich will jetzt nicht ganz so weit zurückgehen wie Bernd Engelmann in seinem bekannten Buch Du Deutsch. Aber vielleicht hat jemand schon mal davon gehört, im 17. Jahrhundert gab es eine ganz spannende Geschichte. Zwar gibt es einen Grabstein in Mittelfranken, ich darf zitieren, auf dem steht: Hier ruht in Gott Karl Osman.
Interessante Namenskombination, Karl Osman. Manche kennen vielleicht aus der Türkei die Namenskombination Ali Osman. Das ist so der Versuch, wenn man sowohl die alevitische als auch die sunnitische Seite abdecken möchte, je nachdem, wo man sich gerade befindet. Hier ging es, glaube ich, mehr um christlich-muslimische Herkunft. Ward geboren in Konstantinopel 1655, vor Belgrad gefangen 1688, zu Rügland getauft 1727, in Diensten gestanden 47 Jahre, denn dem 67 gab es damals noch nicht, starb 1735, alt 80 Jahre. Und bei seiner Trauer waren sehr viele Leute da, und zwar über 1000 Trauergäste. Dieser Karl Osman war ein schlauer Fuchs, er hat nämlich jedem Trauergast 5 Kreuzer für die Teilnahme versprochen und dadurch wahrscheinlich die größte Trauerfeier überhaupt gehabt, die es da gab. Also schon damals sieht man geschäftsträchtig Wahnsinn. Wahrscheinlich hat er seine Vorfahren aus Kayseri gehabt. Das ließ sich nicht mehr ganz rekonstruieren, wo er gelebt hat. Jedenfalls gibt es viele solcher Fälle. Man nennt sie die sogenannten Beutetürken, die aus dem Osmanischen Reich kamen. Wir wissen nicht so richtig, wie das dann verlief, die Station, ob der Transfer, man nennt das Konvertieren ins Christentum, mehr oder weniger freiwillig geschah oder nicht. Aber es gibt eine weitere spannende Station, Gesundheit. Ralf, ich hoffe, du wirst nicht krank. 1705, als Preußens Königin Sophie Charlotte im Sterben lag, wollte sie nur ihren türkischen, ich verspreche mich an der Stelle immer, Leibdiener, nicht Liebdiener, ich habe schon ein paar Mal Liebdiener gesagt, Ali bei sich dulden, A-L-Y. Dieser Ali, bei dem der Vorname zum Nachname wurde, ist kein geringerer als ein Vorfahre des Historikers Götz Ali, den die einen oder anderen wahrscheinlich kennen. Also auch da sieht man, dass, wenn man mal in die Kirchentagebücher reinschauen würde, der ein oder andere erstaunt wäre oder die ein oder andere erstaunt würde, wenn man da so im Einzelnen findet. Ich würde nicht ganz so weit gehen wie eine Istanbuler Zeitschrift, die im Zusammenhang mit dem, was ich gerade vorgetragen habe, das Ganze mal in folgendem Satz zusammengefasst hat. 300-jähriges türkisches Blut in den Deutschen. Das halte ich dann doch ein bisschen für zu weitgehend. Aber Sie sehen, das ist durchaus interpretationsfähig. Ich will auch jetzt als Grüner, das wird Sie nicht wundern, die im ganzen Bereich der Waffenbrüderschaft aus Deutschland, also dem Deutschen Reich und dem Osmanischen Reich im Ersten Weltkrieg, eher am Rande streifen, weil das ist nun nicht unbedingt etwas, worauf wir Grüne besonders stolz sind. Aber auch das hatte ja eine Konsequenz, nämlich 300 junge Türken kamen damals zu einer Handwerksausbildung aus Berlin. Und bei einem, der ist dann auch tatsächlich in die Geschichte ein bisschen eingegangen, der hieß Ahmet Talip und hat sich dann als selbstständiger Schuhmacher in Fürstenwalde niedergelassen. Und auch da gibt es noch spannende Spuren bis heute. Es gibt ein sehr schönes Buch mit Erinnerungen türkischer Zeitzeugen aus dieser Zeit, was ich allen nur empfehlen kann, die das vertieft nachlesen wollen. Türken in Berlin, 1871 bis 1945, herausgegeben von Ingeborg Böhr und anderen. Natürlich, Sie ahnen es angesichts des Themas heute, die zahlenmäßig wirklich nennenswerte Zuwanderung, die setzte tatsächlich ein mit dem Anwerbeabkommen 1961. Die Gründe dafür sind bekannt, Sie kennen das alle und es ist ja in diesen Tagen überall zu hören, nachzulesen. Auf der einen Seite der Arbeitskräftemangel in der Bundesrepublik Deutschland, aber natürlich auch in Verbindung damit, dass man nicht so richtig damals ahnte oder ahnen wollte, dass aus der temporär gedachten Migration oder Zuwanderung de facto eine Einwanderung in die Bundesrepublik Deutschland stattgefunden hat. Was man allerdings weniger wusste damals, heute gelegentlich nachlesen kann, ist die türkische Seite. Man hat sich immer mit der deutschen Seite sehr stark beschäftigt. Interessant zu wissen ist, dass es auch ein massives türkisches Interesse daran gab, dass es zu diesem Anwerbeabkommen kam. Die Militärregierung damals wollte dieses Anwerbeabkommen, hat richtig gedrängt, dass dieses Anwerbeabkommen zustande kommt, aus unterschiedlichen Interessen. Zum einen natürlich die Entlastung des eigenen Arbeitsmarktes, auch natürlich um Devisen ins Land zu holen. Schon früh hat es angefangen, der Wunsch nach den Devisen. Aber auch der Gedanke, dass man vielleicht Leute in die Bundesrepublik Deutschland entsendet, die dann mit dem erworbenen Wissen die türkische Wirtschaft modernisieren helfen können. Auf der deutschen Seite damals gab es interessanterweise durchaus Bedenken. Und zwar gar nicht so sehr, wie man vermuten könnte, weil die Türkei überwiegend muslimisch ist, sondern mehr, weil man vielleicht auch nicht so ganz zufrieden war mit den Anwerbungen davor, mit den Anwerbeabkommen davor. Aber auch, weil man offensichtlich fürchtete, einen Präzedenzfall zu schaffen für andere Staaten.
Am Ende spielte sicherlich auch eine Rolle, auch das weiß man heutzutage, die NATO-Mitgliedschaft der Türkei. Offensichtlich hat auch die USA eine Rolle dabei gespielt. Also ganz spannende Aspekte, die man so in der landläufigen Meinung, wenn man über die Anwerbeabkommen spricht, gar nicht so sehr im Mittelpunkt hat. Ein Aspekt, der für mich selber auch sehr neu war, war, dass man offensichtlich auch gute Erfahrungen gemacht hatte mit einigen, die bereits vor dem Anwerbeabkommen in die Bundesrepublik Deutschland gekommen waren, nämlich Arbeitskräfte, die in der Landwirtschaft gearbeitet haben. Ich darf zitieren aus dem Westfälischen Landschaftsverband von 1956. Ich zitiere wörtlich: Der Türke scheint sich, wenn er richtig angefasst wird, durchaus einzufügen und brauchbar zu sein. 1956, also bemerkenswert, es ging ja nicht um Fremdarbeiter. Und also das zeigt auch so ein bisschen den Zeitgeist, den es damals gab gegenüber den Ländern. De facto gab es auch, das kann man heute sagen, Anwerbeabkommen erster und zweiter Klasse. In die Kategorie zweite Klasse gehört eindeutig das Anwerbeabkommen mit der Türkei, genauso übrigens wie das Anwerbeabkommen mit Marokko 63 und Tunesien 65. Wie machte sich das fest? Das machte sich beispielsweise fest bei der gesundheitlichen Prüfung, auf die mehr Wert gelegt wurde als zuvor. Sie kennen alle die Schilderungen aus der gesundheitlichen Untersuchung, dass viele das eben bekanntermaßen als befremdlich oder verletzend empfunden haben. Aber auch die Möglichkeit des Familiennachzugs wurde zunächst ausdrücklich gestrichen, während in den anderen die Möglichkeit zumindest darauf hingewiesen wurde. Die Reise nach Deutschland, das ist wirklich nochmal interessant, sich auch daran zu erinnern, war alles andere als vergleichbar mit den Reisen heute. 50, 55 Stunden auf Sitzplätzen ohne Kopflehnen. Wer sich das mal von den Eltern oder Großeltern hat schildern lassen, der kann sich so ein bisschen hineinversetzen in das, was es für sie war. Aber ich will jetzt gar nicht auf die Tränendrüse drücken, sondern auch daran erinnern, dass die Menschen der ersten Generation, wir haben das vorher ja ein bisschen gehört, ich habe leider den ersten Teil verpasst, aber das, was ich gehört habe, hat es nochmal sehr bestätigt. Das waren Pioniere. Das waren Leute, die wissbegierig waren, die neugierig waren, die sehr offen waren und eigentlich auch einen gewaltigen Schritt auf sich genommen haben. Es hat sie ja niemand vorbereitet. Weder die Aufnahmegesellschaften noch die Entsendestaaten haben sich da viel Gedanken drüber gemacht. Ich habe mir mal versucht vorzustellen, ich meine, all diejenigen, die hier in der Bundesrepublik Deutschland tätig sind, wenn sie irgendwo in einem neuen Betrieb ankommen, als ich, wann war das, 2004, ins Europaparlament gewählt worden bin, da habe ich erst mal quasi Station für Station alles genau erklärt bekommen. Also es fehlt ja eigentlich nur noch, dass jemand mit mir aufs Klo geht und mir erklärt, wie man auf die Spülung drückt. Also alles perfekt erklärt. Die einen haben mir erklärt, hier ist das Handbuch, hier müssen Sie sich immer eintragen, hier sind die Sitzungen. Also perfekt. Und ich habe nun mir einen akademischen Hintergrund erworben etc. Also ich hätte es auch selber mir anlesen können. Das unterscheidet sich von Leuten, die aus eher einfacheren Verhältnissen gekommen sind und nicht einen Bruchteil dieser Vorbereitung hatten. Auch daran sollte man sich vielleicht erinnern, wenn man jetzt rückblickend von Versäumnissen spricht. Ich finde, 50 Jahre Anwerbeabkommen sind deshalb nicht nur ein Anlass, innezuhalten, zurückzublicken, sondern vielleicht auch mal ein Anlass, Danke zu sagen. Und wenn ich Danke sage, meine ich eigentlich nicht nur die Mehrheitsgesellschaft, sondern ich meine eigentlich auch meine Generation. Ich meine auch die Generation von mir und die Generation meiner Kinder, die danach kommt, nämlich Danke zu sagen in Richtung der eigenen Eltern, in Richtung der ersten Generation für das, was sie da geleistet haben. Weil ich weiß, dass dieses Danke-Sagen manchmal gar nicht so einfach ist. Weil es ist auch nicht immer ein einfaches Verhältnis. Ich schaue hier Sema Poyraz an, die mit Hakan Savaş-Mijan zusammen in einem wirklich tollen Kurzfilm etwas dargestellt hat, was ich immer nur am Rande kannte, weil es nicht meine Geschichte ist. Aber ich wusste, dass es das gibt. Und es hat mir selber auch nochmal die Augen geöffnet, nämlich das Schicksal der sogenannten Kofferkinder. Gestern haben wir sehr eindrücklich bei einem Empfang von Hakan Savaş das erzählt bekommen, wie das ist, die Eltern hier, die Kinder in der Türkei, manchmal nachgeholt, manchmal hin und her geschickt, manchmal immer mit der Erwartung lebend, nächstes Jahr nehmen einen die Eltern mit. Nicht, weil die Eltern ihre Kinder nicht geliebt haben, sondern weil sie einfach nicht sicher waren, was mit ihrem Leben passiert. Und diese Unsicherheit des eigenen Lebens hat sie auf die Kinder übertragen. Und die Kinder mussten dafür die Suppe auslöffeln. Auch das ist ein Kapitel, das darauf wartet, stärker aufgearbeitet zu werden. Ich kann allen nur empfehlen, das Buch Kofferkinder sich durchzulesen.
Da werden einige dieser Schicksale dargestellt. Wirklich ein spannendes Thema, aber auch ein wichtiges Kapitel, das zur Geschichte der Bundesrepublik Deutschland dazugehört. Dass die alle zum Wirtschaftswunder, zum Wohlstand beigetragen haben, ist genug gesagt worden. Schadet nicht, wenn man es nochmal sagt. Schadet auch nicht, wenn man nochmal sagt, dass das alles andere als einfach war für die Menschen der ersten Generation. Die Trennung von ihren Freunden, von der Familie, der Verzicht auf die Privatsphäre, wenn man in den Wohnheimen am Anfang gewohnt hat, der Verzicht auf Konsum, weil man sparen wollte für die Familienangehörigen in der Türkei, bis zu so Dingen, die man ja nun auch kennt von den Schilderungen der Angehörigen der ersten Generation, wie schwierig das war damals mit Essen. Für meine Mutter das Schlimmste, das Teeglas. Erklären Sie mal Deutschen, wie wichtig das ist, dass man aus einem türkischen Teeglas trinkt. Dass es einen ganz wichtigen Unterschied macht, woraus man den Tee trinkt. Nicht nur, was in dem Glas drin ist, sondern auch, wie das Teeglas auszusehen hat. Für meine Mutter ist das, ja, wie wenn man ohne Messer und Gabel isst. Das geht irgendwie gar nicht. Bis zu so Dingen, mein Vater, ich habe mal in den Ferien in der Fabrik meines Vaters gejobbt. Und dort haben mir die Älteren erzählt, dass mein Vater, das wusste ich nicht, mein Vater hat mir das selber nie erzählt, eine Zeit lang der Toilettenbeauftragte war. Warum war er der Toilettenbeauftragte? Weil einer musste quasi den anderen, die später gekommen sind, erklären, dass man nicht auf der Klobrille zu stehen hat, sondern möglichst das anders nutzen sollte. Auch das fällt wieder unter das Kapitel, niemand hat es den Leuten wirklich erklärt, worauf sie sich da einlassen. Sie kennen alle, also alle natürlich nicht, aber diejenigen, die Türkisch sprechen, kennen die ganze riesige Literatur über Almanya Acıvatan, Deutschland, bittere Heimat, die ganzen Lieder, Gedichte, die es da gibt, die das besungen haben. Auch das, glaube ich, gehört in das Kapitel, wenn man zurückblickt auf deutsch-türkische Anwerbeabkommen. Spannend ist auch, und jetzt komme ich schon so ein bisschen in die Jetztzeit, dass ungefähr die Hälfte derer, die zwischen 61 und 83 nach Deutschland gekommen sind, in die Türkei zurückgekehrt sind. Wenn man heute in der Türkei unterwegs ist, dann trifft man ja fast überall irgendjemanden, der mal in Deutschland gewohnt hat, in der Familie oder im Dorf und der einem dann hoffentlich meistens positive Geschichte aus dieser Zeit erzählt. Wobei ich habe so das Gefühl, mit zunehmendem Alter überwiegen die positiven Erinnerungen und die anderen werden dann eher verdrängt oder kassiert. Dieser Rückkehrwunsch, der war zwar durchaus real, aber er hatte auch eine psychologische Funktion. Weil wenn ich im Kopf diesen Mythos der Rückkehr habe, dann muss ich auch nicht wirklich Abschied nehmen. Das erklärt auch diese Diskussion von vorhin, die wir da hatten, dass manche gesagt haben, Mensch, mit dem Sprache lernen und mit diesen ganzen Dingen oder warum nimmt man sich nicht eine vernünftige Wohnung? Das hat eben auch damit zu tun, wenn ich diesen Mythos der Rückkehr im Kopf habe, dann habe ich damit auch im Prinzip auch immer noch eine wichtige Funktion, dass ich nicht wirklich das Band abschneiden muss und sagen muss, ich bin da jetzt ganz woanders. Es gibt eine wundervolle Dokumentation darüber von Fatih Akın, die ich auch allen empfehlen kann. Wir haben vergessen, zurückzukehren. Ich bin mir sicher, viele haben dich schon gesehen und werden das bestätigen. Zwei Aspekte, die in der Debatte um die Zuwanderung oftmals untergehen, will ich kurz streifen. Zum einen nehme ich die Frage der Qualifikation. Wenn ich jetzt immer die Kommentare lese, dann steht da immer drin, es kamen halt alles Leute, die Analphabeten waren, aus dem Südosten der Türkei nach Deutschland und deshalb eben jetzt quasi die Konsequenzen bis heute. Das entspricht nicht ganz der Realität. Von allen Hauptanwerbestaaten war der Anteil von qualifizierten Arbeitskräften in den ersten Jahren, das ist allerdings ein wichtiger Unterschied, in den ersten Jahren bei der Anwerbung aus der Türkei am höchsten, man höre und staune. Mehr als 30% hatten eine Berufsausbildung. Das einzige Land, wo der Anteil höher war oder ähnlich hoch war, war Jugoslawien. Da hat es allerdings sehr bekanntermaßen auch einen politischen Hintergrund gehabt. Die Migrationshistorikerin Karin Hun aus Freiburg sagt, ich zitiere, für die ersten Migranten könnte man von einer Auswanderer-Elite sprechen. Das konterkariert im Prinzip die gesamte Wahrnehmung, wie wir sie eigentlich haben, stellt aber natürlich auch die Frage, was ist danach passiert. Aber auch, und auch das gehört dazu, unter den späteren sogenannten Gastarbeitern, Gastarbeiterinnen und Ehegatten war natürlich auch eine zunehmende Zahl von Analphabeten. Also auch da gab es einen riesigen Kontrast. Und das Zweite, was ich bei der Gelegenheit sagen möchte, ist der Frauenanteil der Angeworbenen. Der lag in der Zeit von 61 bis 73 bei 20%. Und die Mehrheit der Frauen, und das ist nun wirklich bemerkenswert, ging alleine nach Deutschland. Übrigens darunter auch meine Mutter.
hat einen Tag, bevor sie abreiste, ihre Mutter informiert, meine Oma, nach dem Motto, ich habe es unterschrieben, tschüss, morgen gehe ich. Also passt auch nicht ganz in das landläufige Frauenbild, wie man es sich von türkischen Frauen gemeinhin macht. Interessant hier zu wissen, dass die Wirtschaft vor allem darauf drängte, dass der Anteil der Frauen erhöht wird, weil einige der Jobprofile so waren, dass man Frauen dafür brauchte oder glaubte, dass Frauen das besser machen können als Männer. Deutsche Unternehmen, ich habe das bereits angedeutet, lernten die türkische Arbeitskraft sehr zu schätzen. Und jetzt kommt etwas, was Frau Böhmer sicherlich kennt aus ihrer Praxis. Bereits 1982 wurde im Arbeitsministerium angedacht, diese 2-Jahres-Frist zu streichen. Das Rotationsprinzip hat vielen Unternehmern nicht gefallen, weil sie dachten, das macht ja auch keinen Sinn, wegen Arbeitskräften permanent anlernen. Und jetzt kommt, wie gesagt, das, was sich, glaube ich, über die wechselnden Regierungen nicht so ganz grundlegend geändert hat. Wirtschaftsministerium, Auswärtiges Amt wollten eher eine etwas liberalere Politik. Und dreimal dürfen Sie raten, welches Ministerium das nicht wollte. Sie ahnen es bereits, das Innenministerium wehrte sich dagegen. Und ich muss an die rot-grüne Regierungszeit denken mit Otto Schily, wie das damals war. Und ich will jetzt keine unpassenden Analogien stellen, aber auch das ist ja ganz spannend, wie sich da bestimmte Traditionen erhalten. 1964 schließlich fiel die Beschränkung auf 2 Jahre. Ich weiß nicht, ob Sie mit mir konform gehen, aber ich würde fast so weit gehen zu sagen, dass im Grunde 1964 bereits mit dem Fall der 2-Jahres-Regelung eigentlich ein erster Schritt in Richtung dauerhafte Einwanderung vollzogen war. Wenn man auf die 50 Jahre zurückschaut, dann kommt man nicht drum hin, auch zu sagen, dass es auch leider eine Kette von verpassten Gelegenheiten ist. Ich will das nur kurz streifen. Anwerbestopp 1973 als ein Wendepunkt. Ergebnis, trotz der Rezession sind die Menschen nicht zurückgekehrt, sondern sie haben ihre Familienangehörigen, Ehegatten und Kinder nachgeholt. 1975, Zuzugstopp für Ballungsgebiete mit einem hohen Ausländeranteil von mehr als 12%. Man kann eigentlich damals bereits sagen, 1975, dass es sich eigentlich gezielt in Richtung Türken richtete. Das heißt, die Wahrnehmung, dass die Türken quasi in Anführungszeichen in besonderer Weise herausstechen aus dem Rest, die kann man damals schon sehen. Die Zahl der türkischen Beschäftigten sank, aber nicht die Zahl der türkischen Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland. Auch das ist eine spannende Beobachtung. Ich springe jetzt ein bisschen. Die sozialliberale Koalition sprach von einer Integration auf Zeit. Ich zitiere wörtlich. Dann, wichtige Station, die Zusammensetzung veränderte sich. Der Anstieg türkischer Asylbewerber nahm spürbar zu nach dem Militärputsch am 12. September 1980 in der Türkei. Ein weiteres wichtiges Datum, was die Wahrnehmung sehr verändert hat, war die iranische Revolution. Das heißt, aus den Türken wurden zunehmend Muslime in dieser Zeit. Auch das, finde ich, ist eine wichtige Station. Und wenn man bei den verpassten Gelegenheiten ist, dann kommt man gar nicht um einen Namen drumherum, nämlich Heinz Kühn, der erste Außenbeauftragte, den die Bundesrepublik Deutschland hatte 1979. Wenn man seinen Bericht nochmal so nachliest und sieht, wie er dort von dauerhafter Integration spricht, wie er über Kinder und Bildung spricht, dann kann man sagen, hätte man damals vieles von dem, was er gesagt hätte, verfolgt ernsthaft, wären wir heute vielleicht an einer anderen Stelle. Und schließlich, jetzt kommt ungefähr die Erinnerung bei mir, setzt jetzt so langsam ein, das, was ich jetzt gerade vorgetragen habe, habe ich mir selber angeeignet. Die Rückkehrförderung unter der Regierung Kohl damals, 1982. Viele haben wahrscheinlich solche Fälle auch in der eigenen Verwandtschaft. Ich habe selber so einen Fall. Die wenigsten davon sind wirklich glücklich geworden, weil sie natürlich zwischenzeitlich eben dann auch gemerkt haben nach der Rückkehr, dass die Türkei, in die sie zurückgekehrt sind, eine andere Türkei ist, als die Türkei, aus der sie ausgewandert waren. Und das Geld war schnell weg. Der Laden, den man sich vielleicht zugelegt hat, das Auto, das man sich gekauft hat, das war irgendwann mal nicht mehr ausreichend für die Existenzgrundlage. Aber der Rentenanspruch war futsch. Die Krankenversicherung war futsch. Die Rückkehrmöglichkeit hierher war ebenfalls futsch. Wer es oft ausbaden musste, Sie ahnen es bereits, waren die Kinder und Kindeskinder. Schließlich das Ausländergesetz 1990, auch das eine verpasste Gelegenheit, auch da vielleicht ein Zitat von Heribert Brandl, damals schon in der Süddeutschen Zeitung. Das neue Ausländergesetz akzeptiert die Einwanderung, die längst stattgefunden hat, nur viertelherzig. Wo das Gesetz Ja spricht, schickt es gleich 2 Aber hinterher. Die erwartete Erleichterung der Einbürgerung, sie kam nicht auf die Weise, wie es gewünscht und von vielen erhofft war. Und schließlich ein weiteres wichtiges Datum, die Wiedervereinigung.
Auch die Wiedervereinigung war eine Chance, dass man neben den Deutschen Ost und West eben auch die Migranten mit dazu nimmt. Und übrigens, wenn ich Migranten sage, meine ich damit nicht nur die Nachfahren derjenigen, die über die Anwerbeabkommen gekommen sind, sondern natürlich auch die Angehörigen der Werkvertragsarbeitnehmer in der früheren DDR. Auch die gehörten zu diesem Deutschland dazu. Und dann ein trauriger Punkt, Mölln-Solingen, auf der einen Seite mit den rassistischen Anschlägen im Westen, mit den Brandanschlägen, im Schutze der Nacht von fanatischen Einzeltätern, aber eben gleichzeitig auch geradezu Volksaufstand-Charakter tragende Ereignisse an helllichtem Tag. In Rostock-Lichtenhagen, in Hoyerswerda, in Magdeburg am sogenannten Herrentag. All das hat sich tief ins Unterbewusstsein vieler Menschen geprägt und bei mir dazu geführt, dass ich mich entschlossen hatte, in den Bundestag zu kandidieren. Und dann, mache jetzt wieder einen kräftigen Sprung, schließlich die Einführung des neuen Staatsangehörigkeitsrechts. Nicht so, ich sage das ganz offen, wie ich es mir gewünscht habe. Ich weiß, dass viele bei denen es sogar bis zur Enttäuschung geht. Ich hätte mir gewünscht, dass wir mutiger sind beim Geburtsrecht, dass wir das Geburtsrecht nicht nur auf die beschränken, wo Mutter oder Vater jetzt grob vereinfacht 8 Jahre Aufenthalt hier haben, was de facto dazu führt, dass wir immer noch hier geborene ausländische Kinder haben. Ich hätte mir gewünscht, dass wir bei der doppelten Staatsbürgerschaft großzügiger sind, vor allem mit Blick auf die erste Generation, auch als Anerkennung ihrer Lebensleistung. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und schließlich, wenn man auf die Zwischenbilanz schaut von 50 Jahren, Sie kennen das alle, dann kommt man natürlich auch über die Bildung nicht drumherum. Die Bildungspolitik, ich will das jetzt kurz machen, um das nicht zu lang zu machen, aber auch da gibt es natürlich noch eine Menge Baustellen. Sie kennen das alles mit den Arbeitslosenzahlen, mit den Dropout-Raten in den Schulen. Auf der anderen Seite natürlich auch den Anteil von Unternehmern. Auch das gehört zur Realität der Bundesrepublik Deutschland. Genauso, ich war vor kurzem eingeladen beim Daimler-Türk-Treff, sowas gibt es mittlerweile auch, beim Daimler-Türk-Treff, klar, Schwaben dran sind, sind übrigens die Ingenieure und so weiter, die Facharbeiter aufwärts organisiert, also die Fachkräfte aufwärts organisiert. Da gibt es Fälle, ich habe da selber drüber gestaunt, ganz spannend zu sehen. Großvater kommt aus einfachsten Verhältnissen, hat am Fließband gearbeitet, Tochter mit der Berufsausbildung als Angestellte und der Enkel, immer noch dieselbe Familie, ist Ingenieur im selben Betrieb. Also auch das, solche Geschichten gibt es. Und keine Rede über 50 Jahre deutsch-türkisches Anwerbeabkommen kommt ohne einen Verweis auf den Fußball aus. Bin gespannt, ob Sie das auch so machen werden. Und ohne einen Hinweis natürlich auf Mesut Özil. Ich will aber fürs Protokoll vermerkt haben, dass ich in dem Spiel als Mustafa Doğan, der erste überhaupt deutsch-türkischen Hintergrundes, in einer deutschen Nationalmannschaft kurz eingewechselt wurde, bezeichnenderweise gegen die Türkei, damals in München, dass ich da schon dabei war im Spiel, weil ich damals schon der Meinung war, dass gute Fußballer, die hier aufwachsen, egal welcher Herkunft, selbstverständlich sich für unsere, nämlich die deutsche Nationalmannschaft, entscheiden sollten. Insofern wünsche ich Mesut Özil viele, viele Nachfahren und also viele Nachahmer und dass das Nachfahren von mir aus auch angesichts des demografischen Wandels müsste sich schon sehr anstrengen, dass wir da halbwegs auf ausgeglichene Zahlen kommen. Aber dass das ja nicht zu Schaden der Türkei sein muss, das konnte man ja sehen, als er dann noch indirekt dazu beigetragen hat, dass sogar die Türkei sich qualifiziert hat. Also Sie sehen, Deutsch-Türken, die hart anpacken, die sind so fleißig, dass sie Deutschland nutzen und der Türkei nutzen. Also es muss nicht zum Schaden sein, meine Damen und Herren. Ja, und zum Schluss, natürlich muss man auch darüber reden, dass es auch Versäumnisse gibt, die man nicht nur bei anderen suchen muss, sondern auch im eigenen Bereich suchen muss. Dabei denke ich daran, dass es Probleme gibt, die leider von der einen Seite ethnisch-religiös überladen werden. Es gibt sowas wie eine ethnische und religiöse Brille in der Debatte. Ich denke da an dieses Genre der sogenannten Islamkritiker, was ja schon fast sowas wie eine Art Berufsstand ist. Das ist das eine. Für die ist alles monokausal erklärbar über die Religion. Das heißt, die türkische Mutter, die am Elternabend nicht teilnimmt, das ist ein Islamproblem. Und die deutsche Mutter, die am Elternabend nicht teilnimmt, aus einer Hartz-IV-Familie stammt, ist ein sozialpädagogisches Problem. Da ist der Sozialpädagoge Özdemir zuständig. Das heißt, so kann man nicht die ganze Welt erklären. Das ist ein bisschen unterkomplex. Auf der anderen Seite gehört aber auch zur Ehrlichkeit dazu, dass man in Teilen, das muss man auch sagen, das Thema Gewalt
Macho-Rollenverständnis, Gender-Probleme auch nicht entschieden genug angepackt und angesprochen hat. Auch das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Deshalb bin ich froh und dankbar, dass aus der Community selber Initiativen kommen. Wir haben vorher eine solche gehört aus Neukölln, was die Väterrunde angeht, aber auch andere türkische Tageszeitungen, die sich mit dem Thema innerfamiliäre Gewalt beschäftigen, dort Kampagnen machen. Ich finde das sehr wichtige Dinge, die zeigen, dass die Community selber sich mit diesen Fragen beschäftigt. Ja, wenn ich beim Ausblick bin und am Schluss meiner Rede bin, dann habe ich eigentlich einen Wunsch, nämlich dass wir vielleicht so ein bisschen, wenn wir reden über Migration, über deutsch-türkisches Zusammenleben, so ein bisschen uns lösen von den Denkschablonen, auf die wir auch aufgrund der Sprache ein bisschen gefangen sind. Denn wir ertappen uns ja dabei, wir reden über Gastarbeiter, historisch gesehen, dann redeten wir lange über Einwanderer. Einwanderer war ja ein Sieg über den früheren Begriff der Ausländer. Aber ehrlicherweise muss man zugeben, Einwanderer trifft es natürlich auch nicht wirklich, weil ich wandere gerne, aber ich bin nie eingewandert. Ich bin über den Kreißsaal eingewandert und so geht es ein paar anderen auch. Also trifft der Einwandererbegriff auch nicht so richtig zu. Jetzt haben wir über das Bundesamt für Statistik neue Begriffe, an die wir uns gewöhnen. Migrationsgeschichte, Migrationshintergrund ist ein bisschen sperrig, tut man sich auch schwer damit. Also das heißt, wir arbeiten daran, vielleicht soll die Böll-Stiftung mal einen Wettbewerb ausloben für einen Begriff, der das so ein bisschen diese hybriden Identitäten oder Bindestrich-Identitäten bezeichnet. Aber mein Wunsch wäre es, vielleicht ist es auch zu vermessen, dass wir künftig etwas machen, was bei der Wirtschaft eigentlich schon ziemlich selbstverständlich geworden ist. Ich war neulich bei der Handwerkskammer und habe mich gewundert. Ich dachte, hätte ich auf dem grünen Parteitag sein können. Da stand ein großes Transparent an der Wand. Da steht einfach nur drauf, wohlgemerkt Handwerkskammer. Und das finde ich eine schöne Botschaft zum Schluss. Steht einfach nur drauf, es ist nicht wichtig, wo man herkommt, sondern es ist wichtig, wo man hin will. Und daneben stand ein Transparent, Handwerkskammer immer noch, stand drauf, der Meister, der nächste Meister ist türkische Herkunft. Also das ist quasi das, wo man sieht, dass die schon zum Teil weiter sind als wir in der Politik. Vielleicht kann man in dem Bereich auch was lernen. Herzlichen Dank und jetzt noch guten Verlauf.